Freunde, ich habe richtig Hunger bekommen. Mal gucken, was es so gibt. So Sandwich-mäßig irgendwas. Ja. Gucken wir mal. Sandwich, wir haben richtig Baba-Sandwich. Richtig Baba-Sandwich. Das gibt es nicht in Marokko, das gibt es nicht in Algerien, das gibt es nur in Tunesien. Was macht unser Sandwich aus? Du schmeckst gar nichts außer scharf. Deine Zunge, die stirbt. Scharf. Nur scharf, da ist Thunfisch drin, da ist Zwiebel drin, da ist alles. Du schmeckst gar nichts. Du schmeckst nur scharf. Tunesische Sandwich. Allah! Allah! Hat der Sandwich? Guck mal. Du siehst auf diesem Tisch, du siehst eigentlich gar nichts außer drei von diesen Büchsen. Und was in diesen Büchsen drin ist, seht ihr gleich. Chicken. Kuni Kuis. Kuis, bitte. Kuis, bitte, bitte. Mehr Tuns. Ayari, sie kämen Ayari. Leute, ich esse jetzt 100% tunesisches Sandwich. Shukran, nachher, Kelly. Schmeckt aber, Bruder, ich sag dir ehrlich, mir schmeckt's, ja. La, ana Maghrib. Ana Maghrib. Hadi 100% Tuns. Tuns, sie mir hier schon Haja. Tauchu. Warte. Hadi 100% Tuns. Ich muss kurz abgleichen. Ja, das sieht schon aus wie Notsignal eigentlich. Warte, ich muss das noch ein bisschen abgleichen. Ja, voila, das ist Richtung Rennen weg. Das ist Richtung Bruder, ich weiß nicht, was in meinem Fleisch drin ist. Könnte alles sein. Taucho. Das ist auch, warte, ich, für alle, die Arabisch verstehen, man kann das einfach nicht genau übersetzen. Er sagt, Hani Jitik, das heißt eigentlich, ich komme jetzt zu dir. Der schreibt aber, warte gleich, mach ich dein. Ich bin gespannt, weil guck mal, an die Maroks in meinem Chat. Gerade so die Berber und so, ihr isst nicht viel scharf. Also was heißt nicht viel scharf? Die Marokkaner essen scharf, aber nicht viel scharf, Bruder. Also das kannst du nicht mit Tunesier vergleichen. Die Tunesier, gell? Bruder, ja. Auch die Algerier essen nicht viel scharf. Wir hatten ja heute eine algerische Familie bei uns zu Hause. Die hatten Angst gehabt, ja? Wir hatten sehr viel Angst gehabt, ja? Sehr viel Angst gehabt vor tunesischer Couscous. Oh, sieht ein Bildi. Bildi. Warte mal. Der hat gerade ein Ei aufgemacht. Der guckt rein und denkt, alle, das Küken noch schon geschlüpft. Ich brauche neue Ei. Der legt einfach wieder rein, ja. Das ist offen, der legt es einfach wieder rein. ديك الهريسه دي حار يا معلوم حار جماع اها الخبز هذا الحريسه عندنا انا راه عايش في المانيا عندنا في المانيا هذه سكيمه فرح ها هريسه فرح لا هذه لا ماشي هذه ماشي هذيك لا هذه اقوى منها هذه اقوى منها اي هاك ماشي تشوف هاك ماشي تشوف هذه اوباجين. Ich bin jetzt richtig gespannt. Lala, mit dir nicht einmal beid. Beid, ja. La. Toni. Toni, ey. Oh, voilà. Weil, guck mal, dieses Schaf, was es hier in Deutschland gibt, das ist nicht das gleiche wie dort, Bruder. Dies,
Ich schwöre euch bei Gott, Reddys, die Pepperonis dort, ich... So, Tamira. Hat ich Jambo? La. Mregle Keke? Mregle Hacke. Mregle. Aber ist trotzdem okay. 60 Cent. Weißt du, ist trotzdem okay, Bruder. Weißt du, für so ein Sandwich, Bruder, ist trotzdem okay. Holst dir zwei Stück, bist satt. Regel. Und dann doch. Ja? أخي خذ مروبة مروبة إيش نية مروبة مروبة لا 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 ما بغيتش مروبة طيب لا لا بسم الله كوما لويتي إيش بغي دزما Ich bin richtig gespannt, Digga, ob es jetzt scharf für ihn ist, Digga. Oh, hallo. Ja, Bruder, was denkst du denn, Bruder, ja? Was denkst du denn? Das hat 2 Sekunden gedauert. Sehr scharf, Leute. Arab sehr. Sehr, sehr scharf. Aber sehr gut gewürzt. Sehr, sehr gut gewürzt heute. Freunde, bevor dieser sensationelle Vlog hier weitergeht, Skillshare. Wirklich? Der hat mich nicht enttäuscht. In dem Sinne, weiterhin viel Spaß mit dem Vlog. Also ich muss sagen, Leute, der hat mich nicht enttäuscht. Das hat guck mal, jetzt ist der schon fast fertig. Der hat schon geschwitzt. Der hat schon geduscht. Der war schon, danach hat er weitergegessen. Ein sehr, sehr geilen Flair. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Das heißt bestimmt anders in Marokko. Bruder, unsere Küchen sind eigentlich gleich. Nur Unterschied ist der Schaf. Schaf bei Tunesien, die haben die Spezialität, die sind scharf, Bruder. Aber ansonsten ist alle Gerichte, weil wenn du, keine Ahnung, Bruder, wenn du findest alles irgendwo, weißt du? Ja, dieses, bei euch, diese Bocadillo, bei uns ist so Kaskrut. Diese alle Baguette ist Kaskrut. Und diese Kaskrut ist so viel Schaf drin, Pommes drin, Thunfisch drin. Ist aber eigentlich alles das Gleiche. Also das heißt Ayari. Ja, die Tunesier wissen, was es ist. Salam alaikum. Ja, Freunde. War wirklich exzellent. Oder ich glaube ihm das sogar. War wirklich sehr, sehr gut. Hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Würzig, aber sehr, sehr scharf. War extrem scarf. Also der, oh, jetzt so Nachbrenneffekt ist da. Auf jeden Fall. Ja. Was passiert? Sehr, sehr. 3 Mal. 1.000.000 Knoten in seinen Zunge jetzt. Salam alaikum. Das auch. So ein spezielles tunesisches Gericht. Das hat der Abdel S bei mir im Stream gemacht. Bereiten doch Brick, Alter. Brick. Hallo, liebe Zef, du sagst doch Brick. Ja? Leiberg, wie? Aber Brick. Ja? Aber Brick, und das ist Hera hier, Brick. Ja. Hat die Merges? Dann. Guck mal hier, Leute, das ist Merges, schön. Das gibt's auch nur bei uns, gell? Also so Tunesien, Marokko, Algerien. Guck mal. Merguez ist eine Wurst. Ich weiß gar nicht, ich will euch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so Gedärme, also diese Ding ist, es ist so schwer zu erklären. Ich weiß nicht, ja? Merguez ist bekannt, aber sehr bekannt. Nur guckt euch mal diese Pommes an. Das ist auch Eigenkreation.
Und zu dieser Pommes und dieser Salat, gell? Ich glaube, gefüllter Darm, das könnte schon so sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und guck mal, was für eine Portion scharf. Guck mal bitte. Sieht sehr witzig aus. Aber Bruder, schmeckt super lecker. Ja, schmeckt super lecker. Hey. Oh, warte mal auf ihn. Mal hier ist Brick. Ich dachte, das wäre kleiner, das ist aber jetzt eine große. Das ist halt. Skona, Skona, ja? Aber voilà, Dreddys, ich sag euch eine Sache. Bei Streetfood natürlich, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil man nicht weiß, wie frisch sind die Lebensmittel. Aber 99% von Streetfood schmeckt besser als das, was ihr in euer Leben gegessen habt. Weil wir ernähren uns nur von Rewe, Lidl, da kommen ja unsere Lebensmittel her. Und diese Lebensmittel, Bruder, so weißt du hier, die sind nicht echt, Bruder. Die sind nicht echt. Aber die Lebensmittel, die die dort haben, ob es jetzt zum Beispiel diese Limette ist oder ob es jetzt diese Pommes ist, die von richtige, diese Kartoffeln sind nicht mit diese Chemikalien gemacht worden oder, sondern die sind richtig aus der Natur, weißt du, die sind, das ist so wie Früchte. Beispielsweise, du holst dir eine Ananas im deutschen Supermarkt. Die schmeckt okay, Bruder, die schmeckt lecker. Aber wenn du dann eine Ananas aus Südafrika isst oder eine Ananas aus wo du die frisch, du frisch, verstehst du? Die schmeckt ganz anders, Bruder. Die schmeckt so mit Saft. Du denkst dir, was habe ich die letzten Jahre in Deutschland überhaupt für eine Frucht gegessen? Das ist doch nicht die gleiche Frucht. Weißt du? Das ist so der Unterschied, ja? Das heißt, man muss, wenn man mal in diesen Ländern ist, muss man mal die Chance geben auf Früchte. Zum Beispiel auch Kokosnuss. Ich sag euch ehrlich, eine Kokosnuss aus Rewe, die schmeckt nicht wie eine Kokosnuss aus Thailand. Bruder, das sind Welten, das ist ein Unterschied, das sind zwei Früchte, zwei verschiedene. So, probieren wir mal weg. Da fehlt Salz. Da fehlt Salz. Mit was ist das gefüllt? Das ist mit Ei gefüllt. Mit Petersilie ist das gefüllt. Du kannst so kleine Kartoffelstückchen reinmachen, ist das gefüllt. Salz, Pfeffer natürlich. So. Ja. Thunfisch, richtig. Kartoffel, Ei. Also machst du ein rohes Ei. Machst du so, also nur diese Eigelb. Nur Eigelb machst du rein. Machst du Petersilie, machst du Thunfisch, machst du Kartoffelstückchen. Dann faltest du es in diese Dreiecksform, lass es auf Grill, auf Herd. Danach wird diese knusprig, dann wird dieses Ding so ein bisschen knusprig und hart. Und Bruder, ich sag dir ehrlich, schmeckt super. Isst man in Tunesien viel Thunfisch? Fast überall, Bruder. Fast überall Thunfisch. Überall, Bruder, fast Thunfisch. Mit Ei gefüllt? Ja? Diese grüne, diese Petersilie. Es gibt verschiedene. Kannst auch Zwiebeln noch reinmachen. Kannst vieles reinmachen. Schmeckt gut. Aber viel Salz. Kann man machen. Ja. Hat hier nicht so geschmeckt, glaube ich. War schmackhaft. Hat ein bisschen Salz gefehlt. Das war, glaube ich, ein großer Blick. Ich kenne die so kleiner. Ja. Jetzt brauche ich ein bisschen was Süßes oder was trinken irgendwie. Guck mal. Ja, da. Gezahlt hat er nicht gesagt. Halawiyya, Halawiyya. Halawiyya? Ah, Makroot. Ja, Makroot. Von hier nicht. Du tust den Lecher?
Oh, jetzt, ich hoffe, der zeigt tunesische Süßigkeiten. Ready, so, Wallah, Kekse mit Nüssen, mit Wallah. Und du mal Kalb Halawiyat. Hey, hey, unfass. Unfass. Tul, tul, tussel elach. Shukran, shukran. Natur Alisa. Sabr, Kalb. Shukran. Adat, Atili. Das ist tunesische Süßigkeiten. Da sind wir. Wallah, er hat gerade nach Süßigkeiten gefragt. Guck mal, wo er hingeschickt wird. Seht, ui, ui, ui. Seht ihr die? Das sind die aber nicht, das sind so Donuts, aber so ähnlich. Wallah, so ähnlich. Die sind genau so, haben einfach einen Nuss in Mitte, fertig. Und die sind auch süß, weil die so voll gepackt mit Honig sind. Das ist einfach nur Teig in Honig. مقروض مقروض habt ihr das nicht? Das tunesische Spezialität. Habt ihr das nicht? ندوق بسم الله مقروض عايز فول عايز كده عمال زوينه هذه هي رقم واحد ها يوتيوب ها ها؟ ما عقلك فين؟ ما كان المشكلة. من ألمانيا ولكن كان ظهر على ألمانية. من ألمانيا؟ نعم ما فهم والو. نتعلم شوية. الألمانية. Der sagt, gib mir deinen YouTube-Kanal. Der sagt, aber ich rede nur Deutsch in meinen Videos und so. Der sagt, egal, dann lern Deutsch wenig wegen dieser Videos. Hörde, Belus. Belus. Hammer. Hörde, Mokli. Hörde, Fizi. Ja. Aber Schokra. Hörde, Mokli, Fizi. Hörde, Kusch. Hörde, Dem. Wenn dich hab. Alle, meine Mutter fliegt morgen nach Tunesien, ja. Morgen, Wallah. Morgen früh. Inshallah, Inshallah. Meine Mutter, wenn die das sehen würde, die wird durchdrehen. Die wird durchdrehen. Das ist für sie Kindheit. Weißt du? Für mich das Kotzen. Wow, boah. Zuckerfleisch. Honig. Aber sehr, sehr lecker, Leute. Honig, Zucker zusammen. Das ist hier Number One. Kann man als Touri in Tunesien Urlaub machen? Melissa, weißt du, was Tunesien früher war? Also was heißt früher? So vor ein paar Jahren. Weißt du, was Tunesien war? Tunesien war das meistbesuchste Reiseziel überhaupt. Weißt du, wie schön Tunesien ist? Strand, Meer, alles. Weißt du, wie schön das ist? Das ist Urlaubsparadies. Djerba, Insel, Tunesien. Guck mal bitte. Djerba Insel, weißt du, wie das da aussieht? Nur Hotels, nur. Dann gab es diese Geschichten, Politik, links, rechts, aber das war full Tourismus. Weißt du, das war full Tourismus. Wir haben nur Hotels, nur Ding. Das sind alles Hotels. Überall, das ist alles Hotelanlage. Das ist also sehr zu empfehlen, Tunesien. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Die haben richtig, die sind auf Ding, die sind richtig, richtig, richtig. Ramo de la Rue, was geht ab, mein Bruder? Richtig, sehr zu empfehlen, nur Hotels, nur. Hammamet, Hammamet Yasmin, sehr zu empfehlen, Djerba, sehr zu empfehlen. Man kann richtig schönen Urlaub machen dort, ja? Hammamet, sehr zu empfehlen, Hammamet, sehr zu empfehlen. Und sehr günstig, weil... Früher war es mehr, mittlerweile ist es ja Türkei und Ägypten, Hugada und so. Aber früher war nur Tunesien. Das ist sehr, sehr günstig. Man kann richtig schönen Urlaub machen. Sagen wir für 1000 Euro, du lebst wie im Königreich. Das ist richtig, richtig. 1000 Euro, du machst alles. Alles, von Jetski bis Essen, bis alles. Ramo de la Rue, Dankeschön für 6 Monate. Ich küsse dein Herz, vielen, vielen Dank. Die können alle Sprachen, Bruder. Die können Englisch, Französisch, Deutsch auch, die können alle Sprachen. Also Djerba ist eine Insel, da ist viel Tourismus.
Ich würde Hammamet immer empfehlen, weil Hammamet ist so, weißt du, ist so da in der Nähe. Ich komme von Hammamet. Und Hammamet ist full Tourismus, ist nur Tourismus, nur Hotels, 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 Hotels. Aber Hammamet hat auch Kultur, das heißt Moscheen. Das heißt, in Nebel gibt es eine richtig große Moschee. Nebel ist die Nachbarstadt von Hammamet. Und da gibt es auch diese berühmten Märkte. So, weißt du, du kannst Markt gehen. So. Berühmte Märkte, ganz groß. Und nein, Tunesien ist voll hygienisch, Bruder. In diese Touristengegenden ist hygienisch. In Nicht-Touristengegenden nicht, Bruder. In Nicht-Touristengegenden ist wie Kacke. Aber in Touristengegenden ist sauber. Das schmeckt mir bis jetzt am besten, Freunde. Wirklich, sehr, sehr lecker. Ja, Donut ist. So zitronisch irgendwie. Das hat was, Freunde. Das ist wirklich gut. Und ansonsten, ihr seht ja hier, Freunde. Sehr viel hat er hier. Sehr, sehr viel. هذه نمرة واحد بالنسبة لي أنا هذه كلاستيك تونسي هذه بحال بحال هذه بحال بحال هذيك الكيلو ب 7000 وهذاك 8000 Es ist auf jeden Fall richtig süß. Also für alle, die es noch nicht probiert haben, es sieht vielleicht nicht so süß aus, aber es ist ziemlich süß. Das ist Teig und da drinne ist eine Dattelmasse. So, Dattelmasse und drumherum ist Honig. Was ist hier? Wie viel? Ein Kilo, wie viel? 8 Euro zu viel. Bismillah. حيد شوية حيد حيد اللي بغيت حيد اللي بغيت اللي تحب كل لم شيء كل شيء قد ايش قطع منها كوكتيل لا 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 ما بغيت انا هذيك الدوقة اللي دقت ما بغيت الله الله خذ بالنسبة ما تاخذ والو Guck mal, das sind coole Leute. Weißt du, die gibt's auch, Bruder. Das sind coole Leute. Hast du Coke Zero? Hast du Coke Zero? Coke Zero, Coke Zero? Cola Zero, Cola, ma fiesch Zucker. Coca Zero. لا لا كله بالسكر ما عنديش عندك ما عندك الماء تقدر هاي عندي الماء اعطيني واحد ماء كبيرة أو صغيرة 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 عندك صرف؟ عندك صرف؟ سنين Weißt du, was für ein Heimweh, wenn ich diesen Laden, der hat mich gerade mein Herz gebunden. Voilà. Weißt du, das ist der einzigste Grund, warum ich so Heimweh nach Tunesien habe, zum Beispiel. Das gibt's in Deutschland nicht. Weißt du? Du kannst nicht in einen Laden gehen, Bruder. Du trinkst da dein Wasser, deine Cola, da läuft einfach Koran. Weißt du, da läuft einfach, du sitzt da, da läuft einfach Koran, Bruder. Du bist da einfach gechillt, Bruder. Du hast gar keine, so, du chillst einfach. Du hörst du Koran, du trinkst Wasser. Weißt du, das ist. Wo gibt's das, Bruder, ja? Wo gibt's das, Bruder, ja? Ich wollte doch jetzt gehen, Fatima. Ich wollte morgen mit meiner Mutter gehen. Wallah, ich habe mir doch schon überlegt, ich stream dann von da und alles entspannt. Aber ich kann nicht wegen Rap La Rue. Ich drehe doch dieses ganze Wochenende. Ich kann aktuell nicht. Ich wäre schon gegangen. Rap La Rue, erste Folge kommt diesen Monat, Bruder. Diesen Monat. Wir haben alle abgedreht, jetzt fehlt nur noch die Jury und danach wird geschnitten und dann kommt die raus. Boah, das tut gut, Leute.
Das tut richtig gut. Ich habe gerade Zuckerschock gehabt. Salam alaikum. Salam. Aber es bekehrt. Alhamdulillah. Ich befinde mich in der Stadt, die sich nennt Sidi Bouzaïd. Haben mir viele Tunesier empfohlen, die haben gesagt, Bruder, schöne Stadt, geh nach ja. Sidi Bouzaïd. Wird dir sehr, sehr gefallen. Schöne Architektur. Ich glaube, in der Stadt Karthago. Und ja, ich bin hier gerade. Sidi Karthago, oh, oh. Tiki-Takat wie in erster Tragwatro, oh, oh. Da am Laufen, ihr seht ja wahrscheinlich im Hintergrund so, sieht sehr, sehr schön aus. Hat viele Ähnlichkeiten. Vielleicht kennt ihr die marokkanische Stadt Chefchaouen. Oder Santorini, sowas Ähnliches auf jeden Fall. Viele Taschen, viele so Souvenirs. Habt ihr alles Mögliche da? Ne? Ja. Salam alaikum. Okay, wie ihr seht. Ja, Souvenirs. Also, so, das ist so ein Touristen-Hotspot. Sage ich einfach mal. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Ne? Hier so mit diesen Treppen. Sieht sehr, sehr schön aus, Leute. Oh, was haben wir hier? Das kenne ich. Ah, die Schwinge. Schwinge. Hi. Von Banoni. Das ist Schwinge. Halt die Maghrib. Nimmst du Schei? Kif kif. Kif kif, ja? Mach da ein Zauber, Kiki, dir hat. Mach da ein Zauber. Guck mal. Alter, das, Dreddys, das ist auch so eine Sache. In Deutschland. Ja, also haben Sie eine Drehgenehmigung? Also stopp! Sag mal, Rabbels! Drehgenehmigung her oder Abmarsch! Rückwärts aus dem Laden raus! Hier, kann ich filmen? Natürlich! Komm, mein Bruder, wir haben nichts zu verstecken. Film. Alles, jeden. Was du willst, was dein Herz dir sagt. So, das ist wie in Marokko. Ich bin. Habt ihr gesehen? Genau, dasselbe. Kickets zu mir, Hadi? Bambaloni? Bambaloni, oh, okay. Das schmeckt sehr lecker. Guck mal, das sind auch diese Donuts und die werden dann so einfach in Zucker reingeklatscht. Die schmecken sehr super, super, super. Sehr fettig, aber super. Hat natürlich Zucker oder aber Schokolade, okay. Ja, in Marokko essen die das so pur, aber hier machen die das mit, hier. Ne, mit Zucker. Mit Zucker machen die das. Habt ihr gesehen? Bambaloni. احنا عندنا في المغرب يديروا كاينه ثاني هذه وكيسميوها بيني يبيعوها اللي في لابلاش كيبيعوها هاي الشيء ولكن كاينه ثاني بلا 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 سكر وكيشربوها مع اتاي يا زيد فوين سكنو زلبة ريسبت واحد وقيلة بحال بحال زلبة زلبة من بعد ان شاء الله وندوقها ان شاء الله دابا باقي ما فيهاش الجوع يجي لي شكرا بارك الله فيك ها ja? في كونسلوت ها ne? Ihr seht eine sehr künstlerische Stadt eine sehr sehr künstlerische Kunstleute ne Alla, so sieht das Wohnzimmer von meiner Mutter aus ja immer wenn sie nach von Tunesien kommt immer diese Teller immer diese Teller diese Ding für Essen diese Pfannen. Ja. Eine sehr künstlerische Stadt. Eine sehr, sehr künstlerische Stadt. Schön, wirklich. Ja, die Römer waren hier. Nicht nur die sehr, Römer. Sehr, sehr interessant, Freunde. Ey, Dreddys, Wallah, guck mal, ihr werdet jetzt lachen, gell? Wisst ihr, wie bekannt Tunesien früher war? Wir hatten das Reich Karthago, okay? Und da war ein Typ, der hieß Hannibal. Ja, und der Hannibal, der war ein richtiger Kriegsherr, der ist mit den Elefanten über die Berge nach Rom marschiert. Der ist von Tunesien, Algerien, Marokko, von Marokko rüber nach Spanien, von Spanien nach Frankreich, von Frankreich über Österreich, über die Alpen mit Elefanten und hat Rom geballert. So, es war ein richtiger Krieg. Karthago war richtig groß, Dreddys. Also das war, ich bin null Politik und ich scheiß auf alles, aber das ist eine richtig interessante Geschichte. Das hatte ich sogar im LK, in Geschichte im LK. Das ist eine richtig, richtig krasse Geschichte, weil wenn man überlegt, das ist nicht nur so eine Redewendung, der ist wirklich mit Elefanten über die Alpen gegangen. Überlegt mal,
Der ist von Tunesien marschiert und mit Elefanten über die Alpen gegangen und stand dann mit Elefanten vor der Haustür von Rom. Ja. Die Römer waren hier und dann waren die Osmanen hier. Ne? Die Osmanen sind ja auch bis, ich glaube, bis Algerien vorgedrungen. Ja, die Osmanen sind bis nach Algerien gekommen. Krass. In Marokko waren sie nicht, 1 Million%. Da waren die Osmanen nicht. Aber bis Algerien, Bruder, Bro. Bruder, ist doch Baba, Allah, Wallah. Die Osmanen zu dieser Zeit, die waren Baba, Bruder. Das waren richtige Muslime. Weißt du, die haben Dings. Das war Baba, Bruder, ja. Die haben schon eine gute Fläche hier gehabt. In Tunesien war auf jeden Fall osmanisch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ja in Sarajevo. Und da habe ich diesen Touch osmanisch dort gespürt. Hier spüre ich ihn überhaupt nicht, Bro. Also es hat mehr Ähnlichkeit mit Marokko, so, also mehr den arabischen Einfluss. Machen die hier auch Fotos für Insta, ne? Muss auch sein. Naja, wieso nicht? Mit so Blumen kriegst du auf jeden Fall ein paar Likes mehr, ne? Das ist... Ja, und als dann, das, genau, punische Kriege sind das. Und guck mal, weißt du, was die Römer gemacht haben? Als Hannibal in Rom war und ganz Rom auseinandergenommen hat, der hat fast ganz Rom, ganz Italien dort diesen auseinandergenommen. Die haben gesagt, ich war ja Geschichts-LK, die haben gesagt, ey, wie können wir Hannibal besiegen? Und dann haben die eine Taktik gemacht und dann haben die den Krieg gewonnen. Die haben gesagt, wir besiegen Hannibal dort, wo er nicht ist. Der ist mit den Elefanten hierher gekommen. Wir kämpfen nicht gegen ihn hier. Wir fahren nach Tunesien und machen das Land kaputt. Und dann sind die nach Tunesien gefahren mit Schiffen, haben das Land so, dass man danach nicht mehr ernten kann und so. Diese Felder mit Salz gemacht, Felder kaputt gemacht, dass man danach nicht ernten kann. Und Hannibal hat mitbekommen, dass Tunesien angegriffen wird, obwohl er vor Rom steht und in Rom niemand mehr ist. Ist er zurückgekommen mit einer komplett geschwächten Armee und wurde dann vernichtet. Ja. Klar. Das ist die Geschichte von Karthago. Leute, die View hier ist wild. Die View hier ist richtig wild. Das sieht schon hier. Boah. Seht ihr? Schön, ja. Eine sehr, sehr schöne View. Der Regen hat angefangen. Und ich muss sagen, hier. Und was man nicht vergessen darf, ist, Tunesien ist nicht so weit entfernt. Also so als Urlaubsreiseziel kann man sich das auf jeden Fall aufschreiben. Wenn du nach Tunesien fliegst von Frankfurt, das sind 2:30 so. 2,5 Stunden. Und meine Mutter, die fliegt ja morgen, die hat für Ticket hin und zurück 250 € bezahlt. Also ist eigentlich, Bruder, ist eigentlich top für so einen kurzen Trip, weißt du? 2,5 Stunden, du bist in Afrika und so. Das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall Erfahrung, die man machen kann. Ebu Said ist alles ganz schön steil. Beintraining, alles mögliche. Ich glaube, ich probiere jetzt mal diese Bombaloni. Ja? Und dann gucken wir mal. Boah, sind dann haben sie hier, Junge. Ja? Guck mal, Leute, Regen. In City Busaid, Regen, stramm. Aber ist nicht schlimm, wir machen das. Ihr Zuschauer, ihr versteht was. Andek Frikassee? Nein. Dille wacht Frikassee? Bak immer dacht Frikassee, Dille wacht da. Guck mal, der hat ja auch Frikassee. Ich habe noch nicht Frikassee probiert vorhin. Harissa, Albaid, hätte ich nicht. Batata. Ton, Oliven und nochmal Harissa. So, Frikassee. Auch sehr lecker. Sehr lecker, sehr lecker, sehr lecker, sehr, sehr bekannt in Tunesien. Sehr, sehr, sehr lecker. Ist viel ölig. Das Brot ist richtig ölig. Wenn du es so zerdrückst, da kommt richtig Öl raus. Aber super lecker. Ja. Ich glaube, das Brot ist frittiert. Sieht so aus. Ich weiß nicht. Ja, ist sehr günstig. Wir haben vorher so ein dicke, also das heißt dicke, aber so ein schönes Ding, 6 Cent. Bro, Tunesien ist billig, Bruder. Walla, Tunesien ist richtig günstig. Mhm. Alter. Schmeckt super lecker. Also die haben eine Würzung hier drauf. Die ist krass. Bitte. Brutal. Hm. Sehr lecker.
Bruder, früher Tunesien war teurer, weißt du? Mit Tunesien, wir haben einige Probleme gehabt, ja. Also zu Zeiten, wo Ben Ali da war, da war alles so teuer, weil es war Touristen-Hotspot Nummer 1. Die ganzen Deutschen, Polen, Russen, Engländer, alle sind nach Tunesien geflogen, alle. Schokolade. Bambaloni. La Pastrona. Halt Maghreb. Nüfst Maghreb. Wie bin ich aus Marokko, Freunde? Und sehr süß, sehr süß, sehr lecker, sehr lecker. Freunde. Freunde. Aber ganz ruhig. Benina, Benina. Sehr lecker, ja. Ich weiß nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist. Guck mal, da ist einfach ein Stand. Und da läuft einfach laut Koran, Bruder. Das ist wie dieses Café, Dreis. Also für mich ist das Gänsehaut. Ich kann verstehen, wenn es für manche nicht so ist. Aber für mich ist das richtig Gänsehaut, Dreis, ja? Wo war dieses Café? Das ist für mich absolute Gänsehaut, ja? Aber das war im anderen Video. Ah, nee, es war hier. Guck mal, Bruder. Hast du Coke Zero? Coke Zero? Cola Zero, Cola, ma fi Zucker. Coca. Das ist krass, Bruder. Das ist ehrlich, sehr, sehr, sehr krass, ja. Das ist super krass. Also ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man auf jeden Fall abchecken kann. Ja. So, es waren super Vlogs, ja. Hat mich gepackt, ja. Ich find's voll krass. Okay. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.